dieser Stelle jetzt, meine Damen und Herren, mit einem Riesenapplaus hier auf die Bühne geleitend, Shirin! Vom ersten Moment an war klar, dass Shirin entweder von einem anderen Planeten kommen muss, oder aber vielleicht für die Erde nicht vorgesehen war. Zumindest nicht als Lebewesen, das wir für gewöhnlich Mensch nennen. Denn sie ist mit einer Fähigkeit ausgestattet, die einer großen Mehrheit unserer Gattung fehlt. Diese so bedingungslose Annahme aller Möglichkeiten und der zudem ganz selbstverständliche Umgang damit, sie als positiv wirksame Instrumente zu nutzen. Sie hat ein Empfinden für optimistische Räume, in denen sie sich gerne aufhält. Wir sollten von ihr lernen, diese Atmosphäre zu suchen, um uns persönlich wohlzufühlen. Nur so ist es uns möglich, selbst wieder derartige Räume zu schaffen. Orientieren wir uns an jenen Persönlichkeiten wie Shirin, die vielleicht doch extra deswegen für die Erde vorgesehen sind, um uns das Leben angenehm zu machen. Eines, in dem wir uns gerne miteinander verbinden. Wir danken ihr für die gemeinsame Zeit innerhalb unseres ersten Projektes und die Mitwirkung an der daraus hervorgehenden Produktion Gehirn, in der sie als guter Impuls wirksam war. Ooh.